Grüß dich, Patrick. Grüß dich, Francesco. Und Grüße an den, der uns da zuschaut. Wir quatschen heute mal über eine meiner Meinung nach der essentiellsten Bands aus dem Bereich Black Metal. Auf jeden Fall. Also, ich habe mir überlegt, wenn du jetzt einfach so aus dem Bauch raus sagen müsstest, es gibt ja nicht so viele essentielle echte Black Metal Bands. Also ernstzunehmende, sage ich mal, ne? Ja. Aber, wenn ich sage, nenn 5 Stück, wen würdest du sagen? Mayhem, Burzum, Darkthrone, Satyricon. Okay. Und Grand Belialski. Okay, krass. Ich hätte Burzum, Darkthrone, Mayhem. Immortal würde mir irgendwas auf der Zunge liegen, aber denke ich mir, nee, die gehören nicht zu diesen echten, ja, ne, die sind so ein bisschen, aber Satanic Warmaster würde aus meiner Sicht dazu gehören. Oh, ja, die kamen jetzt hier in den Kommentaren. Es kommen immer einem, die nicht auch so in den Kopf rein irgendwie, und Blasphemy wäre noch so ein Ding für mich. Ja, aber die hätte ich jetzt so ein anderes Genre. Ich weiß, aber trotzdem für mich auch zum Beispiel. Früher Rotting Christ hätte ich auch eingeordnet. Aber wir reden ja von jetzt. Und jetzt ist Rotting Christ nicht mehr das, was es mal war, muss man sagen. Sind nicht schlecht, aber sind nicht mehr dieses True-Ding. Aber Darkthrone ist aus meiner Sicht schon immer so durchgeritten. Also es hat nie in irgendeiner Form sowas gegeben, wo du sagst, ah, so ein Scheiß. Aus meiner Sicht jetzt zumindest. Das stimmt. Da war alles konstant gut. Man wusste immer, wenn man sich eine Platte kauft, steht Darkthrone drauf. Ist auch irgendwie Darkthrone drin. Genau, du sagst es, es ist irgendwie drin. Du hast definitiv, haben die schon immer geguckt, dass sie sich nicht wiederholen. Ja. Aber du hast trotzdem immer eine gute Qualität bekommen. Und wieso quatschen wir jetzt genau über Darkthrone? Weil jetzt gerade die neue Darkthrone demnächst rauskommt. Genau. Und die wird, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich habe mir den neuen Song angehört. Ich habe sogar ein physisches Tribut dazu gemacht. Verlinke ich hier mal kurz. Und die Platte heißt It Beckons Us All. Die neue. Und ein Stück haben sie vorab rausgetan. Jetzt habe ich den Titel vergessen. Den weiß ich auch nicht. Aber die Single kam vor 2 Wochen. Ja. Hat, glaube ich, jeder gehört, der ein bisschen was für Black Metal übrig hat. Taugt. Ja, ich habe mir das angeschaut und was ich da entdeckt habe, wie die das Video gemacht haben und wie die Musik dazu passt, das war, Darkthrone erweckt oft so ein Retro-Feeling. Ja, das stimmt. Aber ein angenehmes. Ja, genau. Und zwar so, dass du merkst, die machen nicht so ein Retro-Feeling um des Retro-Feelings willen, sondern die haben das im Blut. Ja. Das meinen die ernst. Und da kommst du irgendwie in eine musikalische Welt rein, die dich da reinzieht in diesen Sog, die du so von anderen nicht geboten bekommst. Außer von welchen, die auch wirklich so uralt sind. Ne? Ja, also ich sage es auch bewusst mit dem Retro, weil wir hatten es ja auch mal über Stoner, haben wir mal erwähnt. Und da ist ja das Retro auch ganz groß. Aber da gibt es so viel, das geht einem hart auf den Sack. Also bei mir ist es so. Wo du merkst, dass es fake ist, ne? Ja, ich sage jetzt nicht, dass es fake ist, aber wird halt im Fahrwasser mitgeschoben. Wenn ihr das mögt, fühlt euch nicht angegriffen, ist nur meine Meinung. Aber bei Darkthrone, die machen halt, was sie wollen. Und das ist gut. Ja. Ich habe jetzt nur ein kleines Manko, aber das ist nicht von Darkthrone, sondern die neue Coffin Storm. Was, wie? Ich weiß, bin gerade voll gern von... Coffin Storm, das kam den Monat raus. Und da ist irgendeiner von Darkthrone dabei. Ja, der Fenris am Gesang. Puh. Das war für mich schwere Kost. Okay. Das ist so Doom. Okay. Eigentlich cool gespielt. Und es hat auch, ich muss dazu sagen, ich hab's mir erst ein halbes Mal angehört. Okay. Aber gut, wenn es nicht taugt, wieso solltest du es dann weiterhören, muss man auch sagen. Ne? Ja, aber ich will schon zumindest einmal komplett durchhören, aber das war wilde Kost. Okay, klingt kauzig. Ey, das trifft sehr gut. Das kann ich auch überhaupt nicht ab. Wenn
wenn da so ein Kauzfaktor drin ist und da keine gefälligen Harmonien oder sowas, das finde ich scheiße. Also mit gefälligen Harmonien meine ich jetzt nichts, was in irgendeiner Form friedliebend oder sowas ist. Ne? Kann, Revenge kann auch gefällige Melodien raushauen, einfach weil sie passen. Ne? Und das machen Dark Throne definitiv. Ja, also die wissen immer, was sie machen. So, die erste Dark Throne war ja so ein Death Metal Gebombe, so ein Schweden-Death. Sehr geil. Möchte ich fast schon sagen. Ne? Und fand ich spitze, Soulside Journey. Ja. Aber dass das, was danach gekommen ist, danach kommt, das glaube ich, hätte keiner so geahnt. Oder? Ja. Ja, die the Unholy Trinity. Mhm. Ja. Ja, halt Paradebeispiele, ne? Wie es zu klingen hat. Die, ich glaube, es war A Blaze in the Northern Sky, da gibt es diese Geschichte dazu, dass Darkthrone eben nachdem sie die Soulside Journey gemacht haben, diese Death-Metal-Platte, an Peaceville, deren Plattenlabel, die Master geschickt haben. Und die haben das angehört und haben gesagt, was ist denn jetzt los? So war es, das ist ein Witz oder so. Mach mal den Bass lauter. Und die haben das gar nicht gerafft und haben erst gedacht, das ist ein Scherz, dass die diese Aufnahme quasi gepresst werden soll. Und dann, als sie gepresst war, das war dann eben so eine Offenbarung, also ja, definitiv. Dann kam die Under Funeral Moon, die auch in diese Richtung geholzt und gebolzt hat, aber extrem kontrolliert eben und ja, super geiler Sound, der aber so gepolt ist, als ob er halt sehr raw wäre. Mhm. Und dann kam wahrscheinlich für sau viele Leute der absolute Meilenstein Transylvanian Hunger. Aber die ist vom Sound noch roher. Ja. Oder? Und die ist von, hab ich das richtig, die ist vom Sound aus meiner Warte raus noch roher. Und die orientieren sich aus meiner Sicht auch an der Band Von. Ne? Bei. Ja, das war ja so monotones Gebäude. Genau. Satanic. Satanic Devil. Blood. Satanic Blood? Nee, ja. War das eine Satanic Devil Pick oder sowas? Ich weiß nicht. Von Bonn kenne ich zwar ein. Ja, ich habe die CD daheim noch, aber ja, schon ich ewig nicht mehr. Ein paar Stück, aber am meisten im Ohr geblieben ist, das hat auch Dark Funeral gecovert, Satanic Blood. Ja. Das ist so richtig. Ja, das stimmt, ja. Schrubbt durch einen Riff und der Song von Darkthrone, Transylvanian Hunger, ist ja auch, wenn man es jetzt mal nicht so genau nimmt, auch so ein Durchziehen mit einem Riff mehr oder weniger. Ne? Ja. Drum sage ich, mich erinnert es da ein bisschen dran. Mhm. Muss ich mal nochmal nachrecherchieren. Du, ich das, ja, weiß nicht, ja, ob das jemand anders gut, so ja, sieht, ne? Ja. Sondern das ist einfach meine persönliche Meinung. Ja, aber Von habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört. Aber also, eine ganz spezielle Band, die auch Vorbild für viele War-Metal-Menschen ist. Ja. Ja, und danach kam mein persönliches Highlight von der Diskografie. Okay. Die Panzerfaust. Boah, also da kann ich noch eine Anekdote dazu erzählen. Ich habe die Panzerfaust nicht gehört gehabt. Ja. Und irgendwie kam dann, saß ich irgendwo rum und dann kam der Max da angeeiert und hat gemeint, hey, Celtic Frost haben eine neue Platte rausgebracht und hat Panzerfaust angemacht. Und ich so, krass, das ist ja. Er hat mich halt echt verarschen lassen in dem Moment, weil es hat sich so derb angehört, wie als ob Celtic Frost einfach irgendwie mal so eine Extrem-Black-Metal-Pille geschluckt hätten. Und im ersten Moment habe ich es wirklich geglaubt. Ja, ne, aber das ist so für mich so, die höre ich mir am meisten an. Lass mich raten. Quintessence ist ein. Nee, die läuft immer durch. Die läuft immer durch, okay. Da gibt es keinen. Immer am Stück. Das Outro finde ich, also wenn die Platte rum ist, dann kommt dieses Outro, wo so ein Horn bläst, glaube ich, die ganze Zeit und er spricht dann irgendwas und so eine Trommel haut da rein. Das finde ich auch recht krass und das erinnert mich dann auch wieder an Isengard. Okay, damit kann ich gar nicht. Also, nicht, weil es nicht gut ist, sondern ich habe es nie gehört. Okay. Ja, gut, ich meine,
Du erkennst bei Isengard, weil halt der Fenris da mitmacht, oder weil es seine Band ist, glaube ich, so ein bisschen Darkthrone-Harmonien und merkst halt seine Stimme. Aber es hat mit Darkthrone jetzt so nichts zu tun. Okay, ja. Nee, also dann, das wollte ich mir immer anhören und habe es immer irgendwie so hinten angestellt, aber kam halt nie dazu. Okay. Ich habe bestimmt noch so den einen oder anderen Meilenstein verpasst, aber ich lebe immer noch. Mhm. So, dann muss ich echt sagen, die darauf folgenden Darkthrone-Platten fand ich, ähnlich wie es bei Slayer ist, immer solide. Und auch wenn ich jetzt reinhöre in eine, zum Beispiel Circle of the Wagons heißt die. Ja. Jetzt, da muss ich sagen, ich kenne die Platten alle, aber ich habe mir nicht gemerkt, wie die Titel alle sind. Dann kommt ein Stück und ich merke sofort, es geht geil, es geht ab. Ich kenne es auch in- und auswendig. Aber es sind so Dinger, die halt nicht so krass mich geprägt haben. Dazu muss ich sagen, ich hatte ja zu der Zeit, wo die, sagen wir mal, die nicht so guten Darkthrone rauskamen, Plaguewielder, und wie es alle hießen, komischerweise, da hatte ich meine, also ich habe ja immer meine Death Metal Phase eigentlich, aber da speziell, aber die konnte ich mir immer anhören und die liefen mir auch immer gut rein. Ja. Gerade die Hatesam. Auch die Total Death, die Hatesam, ich finde die alle geil. Wie gesagt, es ist einfach nur so, dass diese Namen von der heiligen, unheiligen Dreifaltigkeit mir halt am meisten im Kopf rumklirren, weil die halt so über allem stehen. Ja. Ja, das ist einfach so ein Monument. Und die anderen super sind und auch die Songs alles gut, aber da wurde halt schon mal vieles vorher gesagt von Darkthrone, wo dann die Welt erschüttert hat, die Black Metal Welt. Ja, aber ich finde es geil, dass die da in dem Orbit, in dem sie sich bewegen, dass sie da halt so viel Abwechslung wie möglich reinbringen. Ja. Und es dann aber immer noch irgendwie true ist. Das ist der Punkt, ja. Und welcher Song mich echt richtig mitgenommen hat und mich immer mitnimmt, ist von All Star, also kurzer Zeitsprung, The Hardship of the Scots. Ja, das ist auch so eine Hymne, ne? Ja, bah, da habe ich immer noch, wenn ich das höre. Aber die haben auch eine Single vorher rausgehauen. Ja, aber das Riff habe ich dann so 2-3 Tage im Ohr. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, dass die Typen auch ziemlich viel alte Schule Heavy Metal anhören. Ja, bestimmt. Ja, das hörst du da schon raus. Und tatsächlich habe ich jetzt die letzte, die Eternal Hails, die hat mich tatsächlich an Bathory erinnert, wieder ein bisschen. Nicht so aufdringlich, wie es Valtaien machen zum Beispiel. Ja. Und die Astral Fortress, das war auch eine, wo ich sage, die war gut, die war langsam aber auch. Ja. Die war nicht so rasplig in irgendeiner Form, episch. Und auch ein bisschen trockener. Ja. Aber ich fand die echt gut, also wirklich. Die mit der Höhle, wie hieß die davor? Die Eternal Hails. Eternal Hails. Auch gut, aber da waren mir persönlich jetzt die Lieder ein bisschen lang. Die war so verträumt, wenn man das bei Darkthrone überhaupt sagen kann. Ne? Da hast du gemerkt, die haben sich da ein bisschen. Das war wie, als ob die in einer Winterschlafhöhle aufgenommen hätten, was nicht negativ gemeint sein soll, sondern das war irgendwie zurückgezogen. Ja, und die Lieder halt ewig lang. Und das fand ich dann bei der danach folgenden ein bisschen erfrischender. Die kamen so ein bisschen mit mehr Effekt dahin. Mhm. Aber was ich sagen will bei der Eternal Hails, war es irgendwie so, dass die diesen Retro-Touch, wo wir am Anfang gesagt haben, so drin hatten,
wenn mir das jemand gezeigt hätte und gesagt hätte, die Band kommt aus dem Jahre 1980 und es ist eine verborgene Juwel, ich hätte es geglaubt. Wenn mir jemand sagen würde, die Band kommt aus dem Jahr 2266, ich hätte es auch geglaubt. Also das ist relativ zeitlos und das ist das, was ich bei Dark Souls so krass finde. Die hauen da was raus. Du hast so ein bisschen ein Retro-Feeling oder du erfährst was komplett Neues, wie jetzt zum Beispiel bei Transylvanian Hunger oder eben A Blaze in the Northern Sky. Und es steht einfach wirklich da. Da ist ein Monument geschaffen worden und es ist da. Und ja, das ist schon verrückt. Also so eine Band kenne ich jetzt auch nicht so direkt nochmal. Weil die machen ja dann doch, also jetzt für das, was die machen, machen die ja schon viel anders eigentlich. Mhm. Und vor allem die sind mit ihrer, durch die Mystizität, die in der Musik ist, meiner Meinung nach abgehoben. Also was Black Metal ist, was halt echter Black Metal ist. Wenn du mit Slayer dagegen stellst, die ähnliches Konzept haben, immer wieder was Gutes und so, dann merkst du aber trotzdem, okay, die Zeit färbt auf die Band ab. Also die nehmen da was mit. Und das ist bei Dark Souls eben nicht der Fall. Die geben was das vor. Ne? Ja, ja. Also auf die neue bin ich wirklich gespannt. Aber dieses eine Stück und das Video dazu, das finde ich richtig gut. Ja, geht Richtung Old Star. Mich erinnert... Vielleicht, ich hoffe ja, dass noch so eine Hymne dabei ist, die sie noch nicht vorgestellt haben. So The Hardship of the Scots Part 2 oder so. Ich fand das... Das wäre richtig geil. Ich fand dieses Affiliation... Ich weiß gar nicht, mir fällt der Titel jetzt ums Verrecken nicht ein. Klar, wenn die Kamera an ist, dann fällt einem das nicht ein. Ich fand, dieses Stück geht in die Richtung schon. Das Neue jetzt? Ja. Na, fand ich nicht. Wenn der Chor da einsetzt, so ungefähr nach der Hälfte oder sowas. Ja, aber das Hardship of the Scots, das halt... Du kannst es nicht besser machen. Okay, das ist genau der Punkt, wo du sagst, ja. Ja, das ist schon primitiv eigentlich. Aber das ist ja das Geile dran. Aber das bleibt im Ohr hängen. Du hörst dir den Song an und denkst dir, ey, genau so und nicht anders funktioniert das Stück, ne? Genau, ja. Das ist Dark Throne, ja. Ja, das, cool. Ja. Cool, dass es, also ich muss sagen, cool, dass es sowas noch gibt. Auf jeden Fall. Hoffentlich machen die noch 50 weitere Platten. Das ist, die liefern ja immer ab, muss man auch sagen, ne? Ja. Und da ist auch, also ich weiß, früher, wo dann nach der Panzerfaust ging es dann nicht mehr los. Goatlord. Aber das war noch von früher. Nee, die Goatlord ist so eine alte Aufnahme, soweit ich das weiß. Ja. Und die ist schon ganz schön verzwurbelt. Ja. Find die auch nicht schlecht, aber... Da ist mir zu viel... Wow. Ich finde es von den Instrumenten und von der permanent wechselnden Rhythmik für mich als War-Metal-Fetischist finde ich das schon ein bisschen zu... Ja, fast schon... an Krautrock erinnernd. Ja, nee, aber wo es dann echt so mit den Hate-Sam, wobei die war, glaube ich, damals noch relativ positiv, aber dann Fuck Off and Die, dann war ja noch dieses, wo dann, ich glaube, da gab es eine Single. Die haben fast immer eine Single vorher rausgehauen. Irgendwas mit Canadian... Canadian Metal. Canadian Metal, das war ja schon sehr komisch vor allem. Aber war total irritierend, ne? Was ist denn da los? Was macht hier True? Norwegian Black Metal für eine Ansage da gerade. Ja, aber die Leute sagen halt auch nie, nee, das ist doof. Weil du brauchst vielleicht ein bisschen länger. Das finde ich auch bei Mayhem. Ja. Da, welche Scheibe ich total geil finde, ist die Grand Declaration of War. Die finde ich nicht so zeitlos wie Dark Throne. Ich finde die auch gut, natürlich. Klar, mag ich. Aber ich finde, dass Mayhem da in irgendeiner Form... Aber, ich muss da noch kurz ins Wort fallen. Ich finde, die waren ihre Zeit damals weit voraus. Mayhem? Ja. Ja, ja, ich glaube, so große Bands, die alle, die wir jetzt am Anfang genannt haben, ob das jetzt Satanic Warmaster, Burzum, Mayhem oder Dark Throne ist, oder Blasphemy, die sind wahrscheinlich deswegen so groß, weil sie in irgendeiner Form hatten. Gewagten Schritt gemacht haben, weil sie ein Feeling dafür haben, was Musik ist halt eben. Ja. Und
andere Leute, jetzt sage ich mal, Bands, die nicht so groß sind oder sowas, die sind halt im Schatten dieser Band letzten Endes. Ja. Von diesen großen Bands. Ja, ne? In the Shadow of the World. Mhm. Witzigerweise, ich habe letztens im Auto einen Crosscom mir angehört. Ein Song, der heißt In the Shadow of the Horizon. Ich denke mir, da kommt hier so übelstes Cross-Gebolze und dann eben der Chorus In the Shadow of the Horizon. Hat das Darkthrone von denen geklaut? Weil das war uralter. Da bin ich raus. Ich weiß, also ich habe das auch gar nicht weiter verfolgt. Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, habe mir das dann auch gar nicht. Jetzt, wo du es gerade sagst, kommt mir das so in den Kopf. Ich glaube nicht. Das wäre schon. Nee, ich glaube es auch nicht. Das hätte man schon gehört. Ne, klauen tun die jetzt, glaube ich, auch. Ja, vor allem nicht auf den ersten drei. Ich glaube, da waren die echt. Ja. Aber es passiert ja ab und zu so, dass du irgendwas als Kind hörst oder sowas. Ja. Dann hast du das noch im Kopf. Und weißt aber gar nicht mehr, dass es von jemand anders war und dann verbrätst du das in einem Song. Ja. Kann sogar mir passieren. Ja, ist so. Ja. Nee, aber ich bin gespannt. Aber jetzt nochmal zu einer anderen Band, die andere Genre. Auch ihren Stil hat, aber den immer ein bisschen verändert. Bis jetzt vielleicht zur letzten Platte Electric Wizard. Ja, da ist schon lange nichts mehr gekommen. Ja, die letzte war auch ein bisschen easy listening, sagen wir. Gibt's die überhaupt noch? Ja, logisch. Technische Störung, wir waren gerade bei Electric Wizard stehen geblieben. Ja, also die finde ich auch so in der Art. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Ja, die sind immer mal ein bisschen anders. Jetzt mit der Black Mass zum Beispiel war da mehr so Black Metal mit drin. Beim Rest mehr der klassische Stoner Doom. Also, du hast recht, es gibt schon noch Bands, die ähnlich funktionieren wie Darkthrone, ja, aber die sind eigentlich auch in dem Metier, wo es sich bewegen, wenn es jetzt kein Black Metal ist, dann relativ groß. Ja. Mir fällt jetzt noch Dismember ein. Dismember immer Schweden Death. Aber die gibt es nicht mehr, ne? Die spielen noch live. Und bei Dismember, was ich sehr geil fand, die hatten noch immer ein oder zwei Autopsie-Huldigung-Tracks und ein oder zwei Maiden-Huldigung-Tracks. Gut, aber Dismember waren ja auch ähnlich wie Darkthrone ein Begründer von dem ganzen Genre. Ja. Na, und das ist das Ding, wo ich sage, aus meiner Sicht ist es das Darkthrone auch deswegen wert, dass man mal komplette Sendung der Band widmet, weil die halt eben. Also ich sag's mal so, wenn es Darkthrone nicht geben würde, dann gäbe es wahrscheinlich ein paar hundert oder tausend andere Black Metal Bands in dem Stil auch nicht. Ja, denke ich auch.